Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Update-Video. Heute geht es natürlich wie erwartet um den Bahnhof. Der ist jetzt so langsam fertig. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten, aber es ist Zeit, euch dazu ein Update-Video zu geben und euch das Ganze einmal vorzustellen. Also nicht lang schnacken, legen wir los, zeige ich euch den Bahnhof. Und Idee für meinen Bahnhof war im Prinzip nichts anderes wie das Lego Set 4554. Das hatte ich äh, im Hinterkopf und habe mir gedacht, ich möchte auch so einen zentralen Hauptgebäude und dann so zwei Flügel haben, das Dach so ein bisschen was. Und äh, ja, das war so meine Idee für so in etwa, möchte ich das machen. Allerdings halt mit den Fabuland-Teilen. Also wollte ich in die Mitte auf jeden Fall den normalen Häuserblock, den es von Fabuland gibt, bauen. Habe ich auch gemacht, habe ein paar andere Teile links und rechts dran gemacht und schon war quasi die Grundmauer gesetzt. Dann war allerdings die Frage, was für ein Dach. Ich bin dazu extra in die Steinequelle gefahren, weil ich halt so viele Steine nicht hier hatte und ich wollte es einfach live sehen und statt es einfach nur digital zu bauen, dachte ich, probier es einfach so. Bin also in die Steinequelle gefahren, habe es ausprobiert und äh, die Domi, die Chefin aus der Steinequelle, kam dann an und meinte, hey, und hat mir dann hier das gezeigt. Und zwar äh, ein Duplo-Dach. Was ähm, ja auch schon diese Struktur hatte, die wir von den Farblanddächern kennen. Also war ich ganz äh, begeistert davon. Allerdings ist das immer gelb mit einem roten Teil unten drunter, weil das für das Farmgebäude ist. Ähm, ja, am Ende fand ich es aber zu cool, um es nicht zu benutzen. Und dachte mir, okay, cool, wenn ich dann so einen blauen Keil dafür bekomme, dann passt das in mein Farbschema, das ich mir ausgesucht habe. Und dann nehme ich das. Und ja, so kam ich dazu, dass ich dann das Duplodach hatte. Und macht sich perfekt. Damit war auch schon die Form gegeben, so wie ich das dann äh, in etwa haben wollte. Ich musste mir nicht groß Gedanken machen. Und äh, ja, dann ging es mehr oder weniger auch an den Innenausbau. Aber ich habe die Farbe gerade angesprochen. Ähm, farblich habe ich äh, überlegt, was habe ich an Teilen da? Ich wollte, äh, der Zug, den habt ihr gesehen, der ist ja blau mit gelb. Deswegen dachte ich eigentlich, okay, baue ich das, äh, das Zuggebäude, also den Bahnhof quasi gelb mit blauen Akzenten. Hatte aber nicht die Teile da, aber jede Menge von äh, blau und gelbe Sachen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, baue ich es halt blau, so wie der Zug ist, dann passt das auch zusammen. Ich wollte es nur nicht rot äh, in irgendeiner Art und Weise bauen, weil ich ja schon das andere Gebäude in rot hatte und ich wollte nicht so viel dieselbe Farbe auf, dem, auf der Anlage haben. Gut, habe ich dann äh, eben fertig gebaut und dann ging es an den Innenausbau. Und da war halt die Frage so, was baue ich jetzt rein? Und ja. Besser als davon zu erzählen, ist es euch zu zeigen. Also schauen wir jetzt in den Bahnhof rein. Für den Hauptbereich sieht man, habe ich einen kleinen Wartesaal quasi gebaut, wo wir ein paar Bänke haben und neben die Reisenden auf ihren Zug warten können. Um das Ganze bebauen zu können, musste ich allerdings eine Baseplate zurechtschneiden und die dann befließen, weil leider die Fabulandhäuser nun mal keinen eigenen Noppenboden haben. Und wie man es von anderen Bahnhöfen auch kennt. Muss natürlich auch ein Newsstand hin und was könnte sich da anderes anbieten als die brig news Die haben bei mir einen eigenen Stand mit ein paar passenden Zeitschriften bekommen. Und wie sollte es anderes sein? Natürlich muss auch im Bahnhof die Möglichkeit sein, dass ihr euch einen kühlen Drink holt. Also habe ich auch hier ein kleines Patties reingebaut, wo es die passenden Cocktails gibt, um die Reise ein bisschen spaßiger zu gestalten. Und in der oberen Etage, da ist dann natürlich der Leitstand, von dem man aus alles gut überblicken kann und für Sicherheit sorgen kann, dass auch jeder Zug pünktlich abfährt. Auf dem Flohmarkt habe ich diese Zugfahrtafel gefunden. Die ist aus den Sets 7740 oder 7822. Und ich dachte, rein farblich allein schon ist es eine passende Ergänzung zu meinem Bahnhof. Und so weiß man auch immer, welcher Zug der nächste ist, der einfährt. Und für mich braucht jeder Bahnhof eine große Uhr. Brickman Little Brickman hat mir diese Uhr geschenkt. Das ist eigentlich eine Armbanduhr für Kinder, aber ich dachte mir, hier findet sie ihren richtigen Platz. Und so eine Dampflok braucht halt regelmäßig auch ein bisschen was Wasser. Deswegen habe ich einen Wasserturm noch direkt neben meinem Bahnhof gebaut. Ja, und das war dann auch das Update zu meinem Bahnhof. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie ihr gesehen habt, es sind noch nicht alle Sachen fertig. Also, ich muss noch die Brücke irgendwann mal fertig bauen. Und der Fahrkartenautomat fehlt auch noch. Der ist gerade nicht lieferbar, deswegen konnte ich den noch nicht bestellen. Aber äh, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaltet habt. Ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, was ihr vom Bahnhof haltet, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Update-Video. Da geht es nochmal ums Gewächshaus und dann gibt es einmal eine Gesamtübersicht über Bauphase 2.0. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.